Wir machen weiter, teleportieren uns ins Lager der Mitte und werden gleich mal sehen, wer uns von unseren Gefährten als erster eine Mission gibt. Nein, das brauche ich nicht mehr. Lager der Mitte. Da kommt ja noch einiges, glaube ich, im Passus 3 auf uns zu. Im Lager der Mitte. Okay, wer will als erstes? So kann das doch nicht weitergehen. Hey, ich muss mit dir reden. Ja? Ich hörte von Truppenbewegungen einiger Kampfmaschinen in Abessa. Bist du dir sicher? Es sind nur Gerüchte, aber jemand scheint da im Begriff zu sein, über den Pass des Zentralgebirges von Abessa zu marschieren. Wer ist das? Und wo wollen sie hin? Keine Ahnung. Sehen wir sie uns doch mal an. Moment mal, seit wann interessieren dich ein paar Kampfmaschinen? Sind sie dir nicht zu nichtig? Raus mit der Sprache. Was weißt du noch darüber? Alexitor Parsec soll sie anführen. Ah, ein Alexitor also. Ein würdiger Gegner, der dir den nächsten Kick gibt, ja? Es ist mir völlig egal, wie du es nennst. Ich werde ihn angreifen, mit oder ohne dich. Oh. In Ordnung. Aber dann sollten wir uns beeilen. Wenn er über den Pass kommt, dann bestimmt nicht ohne Grund. Sieht ganz so aus, als wolle er das Lager der Mitte angreifen. Ich lass mir diese Gelegenheit nicht entgehen. Wenn du also dabei sein willst, dann bereite dich besser vor. Sonst bestraft dich das Leben. Nein, ich bin noch nicht bereit. Bereit? Nein, nein, Krone, nicht bereit. Sind wir nun mal fertig? Oh, so, oh. Nein, das nächste Mädel. Erwischt mich nicht. Verdammt, sie haben uns kalt erwischt. Ich fürchte, wir werden unser Lager aufgeben müssen. Ich denke, das ist nicht nötig. Diese Kampfmaschinen standen unter dem Kommando eines einzigen Alexitors. Bevor er von seinen Errungenschaften einem anderen seines Volkes berichtet, müsste sein Feldzug hier erst einmal erfolgreich sein. Also noch leben wir. Eben. Also entspann dich wieder und mach einfach weiter. Wir haben noch viel zu tun. Gut, dann konzentriere ich mich besser wieder auf meine Aufgaben. Bring mir etwas bei. Sicher! Jeder hat eine andere Stimme auf einmal. Ignaton. Ines. Was? In Ignaton ist ein weiteres Elex-Vorkommen. Okay. Das hört sich so an, als wärst du dir sicher. Allerdings, wir sollten alsbald aufbrechen. Okay, schauen wir uns dein Elex in Ignaton mal an. Sehr gut. Natürlich, Schätzchen. Der Krater. Hier ist das Elex erstmals auf dieser Welt erschienen. Der Einschlag des Meteors verteilte es dann überall auf der Welt. Und heute sammeln wir es wieder ein. Nun, es scheint noch genug hier zu sein, dass es sich lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen. Gut. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Es ist irgendwo da vor uns. Der Krater ist ja die neue Outlaw-Basis in Elex 2. Ah ja. Cool. Sieht, wie cool ich Magier bin. Gesehen, Kaya. Beste Magier. Einen eigenen Wolf. Du einen eigenen Geisterwolf? Glaube ich kaum. Lederhaut habe ich mir auch noch gegeben. Die Frage, wie viel mir das abzieht, wenn ich das reinhaue. Ich bin Mama. Das geht sich genauso aus. Hier ist es. Die Gegend ist alles andere als einladend. Aber gut, ich werde mein Glück versuchen. Tritt ein Stück zurück. Die Lederhaut nicht gehalten. Sie redet einfach mal, wenn der Typ noch nicht mal tot ist.
Schwefel. Guter Hund. Bist du ein guter Hund? Du bist ein guter Hund. Kann ich ihn streicheln? Oh. Nein. Elex. Verdammt. Ah ja. Kann den Hund nicht streicheln. Was ist passiert? Ich denke, ich habe mich... Es war einfach zu viel. Konntest du etwas hören? Ja, das konnte ich. Und es ist... Wir sind verloren. Wovon redest du da? Der Meteor. Er ist nicht zufällig auf Margalan getroffen. Das Elex selbst hat ihm seinen Weg zu uns hierher gewiesen. Es hat etwas vor. Es hat einen Plan. Es will uns auf etwas Großes vorbereiten. Vorbereiten? Auf was? Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich fürchte, es wird unsere Welt verändern. So wie es das Elex ohnehin schon getan hat? Nein, nein. Das ist etwas anderes. Das, was noch kommen wird, wird viel weitreichender sein. Das Elex sprach von seinen Herren und dass sie es sind, die unsere Welt eines Tages übernehmen und auf ihre Bedürfnisse anpassen werden. Stör mich jetzt nicht, ich brauche einen Moment. Warte mal. Passt das überhaupt zusammen mit der Story aus Elex 2? Tschüss, Geisterwolf. Da gibt es ja keine mehrere Herren. Es gibt die Skyans, aber die Skyans sind ja nicht wirklich die Herren des Elex. Die Singularität ist die der Herr des Elex. Right? Aus meiner Lederhaut geht noch. Die Herren des Elex? Wer sind sie? Wo sind sie? Was wollen sie? Ich kann dir nur sagen, was das Elex mir gesagt hat. Und das war nicht besonders viel. Aber sollte es diese Herren des Elex wirklich geben und sind sie auch tatsächlich so mächtig, dann erfahren wir es früh genug. Spätestens dann, wenn sie sich offenbaren. Wer weiß, was die Zukunft dann für uns bereithält. Du glaubst also, dass uns vielleicht ein noch größerer Krieg bevorsteht als der, in dem wir gerade stecken? Ich weiß es nicht. Wann wird das passieren? Schwer zu sagen. Da war das Elex nicht ganz eindeutig. Das ist nicht gerade viel. Tut mir leid. Mehr kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Hoffen wir das Beste. Hm. Hast du erreicht, was du wolltest? Ja, eigentlich schon. Das heißt aber nicht, dass es mir gefällt. Viele Erkenntnisse über die Dinge, wie das Elex unsere Welt verändert, sind überwältigend und sehr mächtig. Ich kann jetzt viel klarer sehen und habe verstanden, wie das Elex wirklich funktioniert. Es lässt mich jetzt Dinge tun, von denen ich vor ein paar Tagen nur hätte träumen können. Und trotzdem hinterlassen mich diese Erkenntnisse mit einem sehr beklommenen Gefühl der Ohnmacht. Du bist möglicherweise der mächtigste Mensch auf Margalan. Und du fühlst dich ohnmächtig? Ich bin nichts Besonderes, wie ich es vielleicht immer gedacht habe. Ich musste erkennen, dass ich bestenfalls nur einer Laune der Natur gleichkomme. Dem Elex und denjenigen, die es kontrollieren, gehört die Zukunft. Denn das Elex gehorcht jedem, der Zugang zu ihm findet. Das ist seine Natur. Es ist weder gut noch böse. Es hat keine Skrupel oder Emotionen. Es wurde erschaffen, um zu dienen. Wer am Ende entscheidet, was mit dem Elex geschieht, entscheidet über das Schicksal unserer Welt. Und ich habe Angst davor. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ist doch nur zum Einschlammern da die Option. An meiner Seite wird immer ein Platz für dich sein. Gemeinsam sind wir stark. Ja, ich weiß. Ich werde darüber nachdenken. Ach ja, und vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich das alles niemals geschafft. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Hoffentlich werden die Meinungsverschiedenheiten unter den freien Menschen nicht dazu führen, dass wir den Krieg gegen die Alps verlieren. Wie will ich denn das hinbekommen? Normal hassen mich immer alle. Selbst Falk. Selbst Falk hasst mich. Die Lava ist kurz geglitscht. Will mal schauen, wir sind dort schon mal gewesen. Das sollte der Krater sein, oder? Hier sind wir. Rechts sind das Firmengelände. Schauen wir dann nochmal rüber schnell. Ich will mal die andere Taste drücken. Schauen wir zum Firmengelände. Nehmen wir Kaya ein bisschen mit. Nummer 1 bei Jahrerin.
Nicht in Elex 2, nein. In Elex 2 habe ich es geschafft. Dass sie mich eigentlich verlässt. Außer... Oh! Nebenmission. Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Warte mal, was? Ich brauche nichts und ich habe auch nichts. Tu einfach so, als wäre ich überhaupt nicht da, okay? Ich habe zu tun, okay? Ich habe zu tun, okay? Ich dachte, da gibt's das für mich. Und da ist ein Teleporter. Gibt's doch eine Nebenmission. Vielleicht muss ich da die Kleriker spielen, dass ich die bekomme. Dieses Dorf hier ist gefährlich. Diese Gebäude habe ich schon öfter gesehen. Ich frage mich, wofür sie mal gut waren. Es wundert mich, dass nur ein Teil des Gebäudes Wände hatte. Was macht man mit einem Haus ohne Wände? Das geht so nicht. Ja. Oh, wir haben ihn gedodged. Den habe ich nicht gedodged. Ich kann keinen Zeitvergangenheit hier machen. Ich hab's probiert, okay. Ich hab's probiert. Auf was? Ich darf nicht die X-Button mashen. Sonst würde ich von Begleitern angesprochen. So, okay, hacken. Brrr. Fangen wir niedrig an. Oh je. Sieben, acht, neun, null. Ich bin ganz schlecht gerade. Also fünf. Fünf, sechs, eins. Das war nichts. Drei, sechs, neun. Gehen wir wieder auf eins. Okay, vielleicht hat 5 gestimmt. Nein. 7 hatten wir doch schon. Acht, 4 hatten wir noch nicht. Das war nichts. God damn it. Wir sind nochmal mit 8, 9. Warte mal. 6, 8, 9, 3. Nehme ich mich jetzt so verdammt wieder. 5, 6, 4, das hatten wir doch auch schon. Ja, ich mache keinen Fortschritt. 0, 1, 8, 1, 6, 9, 7. Geht doch. Verdammt, hat das lang gedauert. Das gehört. Und wieder singende Kinder im Hintergrund. Campingstuhlkabel. Oh ja. Endlich kann ich essen. Mein Trockenfleisch. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja. Schon irgendwie. Ich finde Kaya viel besser in diesem Spiel als im anderen. Mana Trank. Dann können wir weiter fighten. Zu abgehen. Aber richtig. Achtung! Aber richtig. Dann. Wolf. Ach,
okay, mach ich halt weg. Dann bleibt, wenn dann lange da der Wolf. Auch wenn die Kosten viel zu hoch sind. Oh. Lederhaut bleibt auch schon lange da. Viel zum Explodieren. Verdammt. Bitte übernimm das, ja. Ich habe mich gerade nicht gut angestellt. Wolf ist weg. Oh. Rüstung bleibt noch ewig. Dann hauen wir uns die Plasma-Waffe rein, damit wir was explodieren können. Sehr schön, sehr schön. Plasma-Waffen. Wenn ich das sage, kriege ich schon wieder Lust auf Fallout. Fallout New Vegas Permadeath in Deutsch wird übrigens. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Irgendwann wieder kommen. Diesmal in Deutsch, nicht mehr in Englisch. Aber in der Zwischenzeit habe ich noch andere kleine Projekte. Die Outriders. Und in diesem Monat, Juni, Outriders ist das große Projekt. Im Juli habe ich mir auch schon ein Spiel gekauft, vorbestellt. Ich glaube, es heißt Stray oder so. Wo man eine Katze spielt. Eine Straßenkatze. Das wird cool. Vielleicht. Oder es wird verdammt traurig. Also beiden. Verdammt, ich muss wieder hacken. Aber Stray heißt das Spiel, glaube ich. Man spielt eine Straßenkatze. Ah. 2. 1, 5. 4. 3, 2. 6. Und 1. Oder? 3, 2. Was hatten wir da noch nicht? 3, 2, 6. Geht doch. Hey. Der war doch mal leichter. Unglaublich. Lootieren? Nein. Kann ja gar nicht mitgekommen ins Dunkle. Keine Angst im Dunkeln. Schrotpatronen, ich habe noch keine einzige Schrotflinte gefunden. Nein, Kaya ist nur zu dumm zum Klettern. Okay. Gute Arbeit, Mädel. Gute Arbeit. Wenig Loot hier. Ja, als nächstes werden wir wahrscheinlich Ray machen hier. Und dann Nasty. Laufen wir die logische Wahl, damit ich mein Mana regeneriere. Verdammt. Geht doch. Was? Wie habe ich das jetzt geklebt? Gar nichts gedrückt. Okay. Ich habe mir gerade die Truhe geglitscht. Ach krass. War natürlich nichts Wichtiges drinnen. Irgendwas im Obergeschoss. Oh! Da kommt's her. Ah, oh, da unten geht's weiter ab dann. Das können wir uns noch den kleinen Fight. Nicht gut. Gar nicht gut. Ein einziger Pfeil, ich stimme dir zu. Das ist gar nicht gute Loot. Ich erledige das. Hat sich nicht so angehört. War ja auch da. Sehr schön. Um die Ecke abgefangen. Umsäge. Seelenkraut. So sah ich nicht an Seele. Kein praktisches Exploding Barrel. Und Geisterwolf.
nicht mehr speichern. Meine Augen brennen. Wie gezockt heute. Zu schnell für dich. Verdammt, hat er Leben. Todel in der Mitte. Sehr schön, Team. Gute Arbeit, Team. Lebt da noch was? Jax macht Klimmzüge. Nicht so aus wie ein Parcours. Zellen. Da lebt doch noch was. Da ist der Wolf rennt einfach vorbei. Ich sehe nichts. Verdammt. Ja. Brauche Hilfe. Da ist der Wolf chillt. Wolf, das war keine gute Arbeit von dir. Verdammt schlecht sogar. Nicht mal besser machen. Ein neuer Blasma-Gewehr. Das ist eine epische Waffe, legendäre meine ich. 50 Schaden, 33 Schaden. Nein, einfach nur wertlos. Es hat einen Slot, aber... Hol dir die Wand, Geisterwolf. Warum liegt überall Trockenfleisch herum? Haben die einfach Fleisch in die Sonne gelegt? Und das ist dann Trockenfleisch geworden? Die Zone kommt mir auch aus Elix 2 ziemlich bekannt vor. Machen wir sie schaufeln. Natürlich Trockenfleisch, ein Trockenfleischlager. Nein, ich nehme sie, ich brauche sie zum Heilen. Entenschwert, die waren doch normal ziemlich gut, oder? Ich habe ja das abgegradet, der Regentenschwert. Dreimal. Deswegen waren sie ziemlich gut. Weil ich sie so viel schon abgegradet habe. Meine Waffe ist sowieso übergegradet. Weil das sicher ein Ding ist. Eine einzelne Zigarette. Die loot ich am liebsten. Exploring dran gerade. Hat was durch die Wand geklitscht. Was sagt die Karte mir hier? Das sollte normal nicht mehr viel drüben sein. Anscheinend doch. Machen wir das in der nächsten Folge. Peace out.